Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Wir sind in einem neuen Gebiet. Hier bei den Ruinen von Massistra. Und wir nehmen neue Quests an, die auf uns warten. Hier sagt zum Beispiel Schildwache Tücher, Mondklinge, Arbeiter der Splittersperre heißt der nächste Quest. In den Ruinen im Norden und Nordosten gibt es eine große Schar von Splittersperrtrollen, die dort herumstöbern. Ich vermute, sie suchen nach magischen Artefakten, aber keiner unserer Speer kann von nennenswerten Funden in ihrer Ausgrabungsstätte berichten. Vielleicht treiben sie auch einfach nun ihre Kriegsmaschinen voran. Eines ist aber recht sicher, Arbeitsmangel würde ihren Angriff schwächen, also verpassen wir ihnen einen Arbeitsmangel. Seid ihr dabei? Viel Glück. Ja, klar, sind wir dabei. Wir sind dabei. Es gibt überall, sagt Balthule Schattenhieb. Relikte der Hochgeborenen heißt der Quest. Es gibt überall an der Dunkelküste ähnliche Ruinen wie diese und viele von ihnen werden von geplagten Geistern der Hochgeborenen heimgesucht. Aus Rücksicht auf ihre verfluchten Seelen haben wir uns bisher damit zurückgehalten, die Ruinen nach Artefakten zu durchsuchen. Aber solche guten Vorsätze müssen in Angesicht dieser neuen Bedrohung durch die Trolle aufgegeben werden. Bitte bergt sämtliche Artefakte, auf die ihr stoßt, während ihr den Schildwachen bei der Erfüllung ihrer Ziele in den Ruinen helft und bringt sie zu mir zurück. Ich würde gern so viel retten, wie ich kann. Dynaris, okay. Das ist ein Versorger. Ein Versorger. So sehen also Versorger aus. Ja, weiter geht es. Neue Quest. Oh, denen geht es auch wirklich nicht so gut hier. Ja, jetzt können wir die eigentlich alle töten. Eins von 10. Ich weiß nicht, was die alles so bei sich haben, aber wir werden sie alle töten. Weg mit ihnen. Wo ist Hamlet? Hamlet? Hamlet lässt sich Zeit. Da ist ein Artefakt, das sammeln wir natürlich auch gleich ein. Dann haben wir das auch. Hast du vielleicht auch ein Artefakt für uns? Nee. Die sieht man ja auch schon glimmern und glitzern. Wenn es leuchtet, dann ist es ein Artefakt. So, 5 von 10 schon. Da kommt noch einer, der sich mit uns anlegen will. Und noch einer. Und ein Artefakt, 2 von 8. Ich brauche ein Ziel. Grund zur Sorge. Wir haben einen Quest entdeckt. Hierbei scheint es sich um Befehle zu handeln, die von einem Vorgesetzten im Kriegslager der Splittersperre an die Vorarbeiter in den Ruinen geschickt wurden. Der Großteil der Dokumente ist von unwesentlichem strategischem Wert, aber ein paar Zeilen fallen euch auf. Wir haben noch eine Nachtelfenspionin aufgegriffen. Sie wurde zum Lager gebracht, um ihr unter Folter mehr Informationen zu entlocken. Halte nach weiteren Spionen Ausschau. Wir können es uns nicht leisten, dass unsere Operation hier aufgedeckt wird. Leutnant Sternhauch möchte diese Informationen sicher sehen. Oh ja, das denke ich auch. 7 von 10. Gleich haben wir es. Aber wir brauchen noch Ad-Effekt. Da vorne sehe ich schon wieder eins. Gut. Ein bisschen Kohle kann ja nicht schaden hier, wenn wir das ganze Gedöns verkaufen. Ich habe ja hier nichts gerade. Gar nichts. Während ich mit meinem anderen Blutelfencharakter ja mir echt schon hier jeden Scheiß kaufen kann. Aber nur, weil ich so einen netten Freund habe, der mir Gold gibt. So, da sind, stimmt aber gar nicht. Mittlerweile verdiene ich auch ganz gut selber Gold. Nimmt man Sachen zum Beispiel im Auktionshaus verkauft und so. Bin also nicht mehr komplett angewiesen. Aber um so eine kleine Finanzspritze im Spiel zu kriegen, am Anfang vor allem, ist es schon schön, jemanden zu haben, der einem ein bisschen was leiht. Ich habe hier gerade gar nichts. Und, ja, muss dann erstmal zusehen. Wieso töte ich die eigentlich alle? Wir wollen doch Artefakte sammeln. Sind aber eigentlich im Gebiet, wo man welche finden müsste. Ich finde hier aber keine. Wir müssen mal wieder ein bisschen zurück. Vielleicht habe ich dann mehr Glück. Hamlet und Flöckchen kommen. Sehe ich irgendwelche Artefakte? Nö. Vielleicht da unten eher? So? So Artefakt-mäßig? Hallo? Aha, aha. Aber keine. Da ist eins. Ach, wunderbar. Wenigstens eins. 5 von 8. Ja, 5 von 8. Genau. So, wir nehmen sein ganzes Kupferzeugs mit, was er da bei sich hat. Das ist ja nichts. Aber wir haben auch nichts. Ja, ja. Jetzt haben wir eine grüne Robe. Vom letzten Mal noch.
Können wir, wenn wir ein Fest haben, uns schick machen. Macht zwar gar keinen Sinn, aber kann man ja mal machen. 6 von 8. Wo sind die Artefakte? Da ist noch eins. Super. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Nur noch eins. Und da vorne ist auch schon eins. Das ist gut. Das ist unser letztes. Dann können wir die Quests abgeben. Das ist ja unser Ziel. Wir helfen hier den Leuten und kommen von Gebiet zu Gebiet. Und das ist schön und das macht Spaß. So, Fragezeichen sind immer gut. Könntet ihr irgendwelche Artefakte? Ja, Artefakte? Perfekt, hab vielen Dank. Ich würde nur sehr ungern noch mehr Zeugnis unserer Kultur an den Krieg verlieren. Viel zu vieles mussten wir schon opfern. Tschüss. Ich bin geehrt. Ja, Jägerin? Hier haben wir die Befehle noch ein. Sie haben also mehr als ein. Ich werde keinen meiner Leute der Folter überlassen. Wir müssen schnell handeln. Wir haben vor ein paar Tagen den Kontakt mit meiner Speerin verloren. Ich hielt sie für tot, aber anscheinend wurde sie nur gefangen genommen. Den Trollen nach haben sie aber 2 Gefangene. Die einzige weitere Person, die in Frage kommt, ist Alandarian, Nachtweise, eine Zivilistin, die sich gestern Vormittag gegen meinen Rat in der Gegend aufgehalten hat. Ach, die Doofe. Die Splitterspeere haben im Norden einen Kriegslager aufgeschlagen. Dorthin werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle Gefangenen gebracht haben. Macht sie ausfindig und befreit sie, wenn ihr könnt. Und dann haben wir hier noch die Tücher. Gute Arbeit. Vielen Dank, Jägerin. Im Norden haben die Splittersperre ein Kriegslager, in dem sie ihre Katapulte bauen. Das Lager wird vor einigen ihrer Mystiker bewacht, aber ich habe auch erste Berichte erhalten, dass Orks und Tauren ebenfalls gesichtet wurden. Ich möchte keine Spekulationen anstellen, was das bedeuten könnte, aber ich möchte sehr wohl, dass ihr euch auf den Weg macht und sie tötet, bevor sie noch weitere Angriffe auf unseren Schildwachen starten können. Seid vorsichtig. Und was wollte sie noch? Die Trolle sammeln ihre Truppen und Vorräte in ihrem Kriegslager im Norden. Sie werden von dort auf fast mit Sicherheit ihren Angriff, oh, ich lese so schnell, mit Sicherheit ihren Angriff auf Lordanel starten, sobald sie sich bereit fühlen. Es sollte nicht lange dauern, dieses Gesindel in die Flucht zu schlagen. Ich bin jedoch dagegen, unnötige Risiken einzugehen. Ich möchte, dass ihr euch einen Weg in das Kriegslager erkämpft und alle Vorräte in Brand steckt, die ihr finden könnt. Dieser Rückschlag sollte uns einige Zeit verschaffen, bis sie einen Gegenangriff starten können. Auch das werden wir tun. Kein Händler hier gerade irgendwie so, ne? Ist sie eigentlich eine, die uns wieder zurückbringt oder dahin bringt? Hallo? Hallo. Möchte nach Lordanel Splitterstahlspeer reisen. Das machen wir mal. Schütze euch. Soll die uns da mal hinbringen? So. Dann müssen wir nicht laufen. Und da sind wir nun angelangt. Dieser coolen, heroischen World of Warcraft Kampfmusik, die da gerade war, die ich sehr schön finde. Ich bin aber irgendwie komplett falsch, ne? Soll ich hier überhaupt schon sein? Scheiße. Also es kommt noch, aber ich dachte, wir wären da. Nee, wir sind ein bisschen falsch. Hahaha. Das ist schön. Hier sollen wir eigentlich hin. Oh nein! Können wir wieder zurück? Wir kommen hier auf jeden Fall noch her, aber... Oder kann man das hier schon machen? Wie darf ich nee, das kommt noch. Hey, Uschi, bisschen falsch war das. Nee, nach Lordanel will ich ja auch nicht. Das ist ja total weit. Seid gegrüßt. Oh nein, jetzt muss ich selber zurücklaufen. Ah, ist das doof.
Aber war schön. War ein schöner Ritt. Nur eben halt total falsch. Wie weit dauert das denn jetzt dahin, wenn ich da jetzt laufe? Und hätte uns ein anderer Pirscher dahin gebracht? Blöd. Ja. Ist zwar ein bisschen hoch, was ich hier mache, aber... Ach, das geht. Komm, wenn wir ein bisschen laufen, das Stückchen, dann sind wir ja auch da gleich, oder? Wenn ich Glück habe. Wenn nicht, dann mache ich einen Cut. Oh, ich bin immer so eine Nase und verlaufen. Ich habe mich voll gefreut, dass wir da jetzt hinreiten können. Aber da jetzt noch gar nichts zu tun war... Guck mal, da sind wir schon. Und ich glaube, danach geht es dann da in das Splittersperr-Ding. Ich hätte mal mehr aufpassen sollen. Aber naja, passiert. Ja, du kannst auch immer die laufen hinter einem her und dann entscheiden sie so kurz, bevor man so, wenn man so gerade überlegt, okay, jetzt mache ich ihn tot, dann drehen sie um. Die Feinde, die Guten. Hier, Vollstrecker, hier geht's los jetzt, sind wir im richtigen Gebiet. Hier sind auch die Kisten, die wir jetzt anbrennen können. Bums, jetzt brennen. Sollen sie brennen, die Vorräte. Sind ja schon da. War das ja nicht so weit weg, wenigstens. So, noch einen getötet. Die machen wir platt hier. Ach ja, ich du mal. Wir sollten mal wieder ein bisschen in das Gebiet reingehen. Ich habe mich etwas zu weit entfernt. Aber der zählt trotzdem. Ich wurde betäubt. Wir müssen ein bisschen mehr ins Lager, damit wir auch die Vorräte erwischen. Wir sind aber auch schon stark hier. So, mein lieber Schwan. Die machen wir doch einfach platt mittlerweile. 6 von 6, das war's. Mit dem Quest. Wer greift uns hier an? Die Olle hätten wir mal gleich töten sollen. Das war auch eine Mystikerin, die sollen wir eh umbringen. Brutal, wie wir sind. So, der brennt auch. Und der brennt auch. So, wir gehen. Wir müssen nicht unnötig irgendwelche anderen töten. Sind die Vorräte... Nee, 6 von 12, ach, das dauert ja noch. Da ist ein Mystiker, 3 von 6. Die kriegen wir auch noch hin. Haben wir von denen mittlerweile alle? Ja. Okay. Wen haben wir hier? Noch so ein Mystiker. Immer diese Mystiker. Hier noch eine Vorratskiste. Und schon wieder betäubt worden. Die Schweinebacken. 8 von 12. Den da oben könnte ich nochmal brennen lassen. Kann ich hier den auch noch einsammeln. So. Oh, voll die Tomb Raider-Musik hier. Irgendwie. So zumindest aus dem Film. Da ist es auch so im Hintergrund, so in Kambodscha. Wo sie da dann irgendwie rumkreucht. Und vielleicht, das brennt ja schon. Das muss ich doch gar nicht mehr anzünden. So. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Hier ist noch eine Kiste. 10 von 12. Komm. Dann nehmen wir auch die Mystiker noch gleich mit. Nur noch einen Mystiker. Und nur noch eine Kiste. Dann nehmen wir die, die wir auch schon hatten. Geht ja alles. Sind dann plötzlich wieder da, die guten Vorräte. Fehlen nur noch Mystiker. Immer diese Mystiker. Die wollen wir nicht haben. Die sind böse. Da vorne, da mit ihren blau leuchtenden Kugeln. Mystizieren die da rum. Ja, dann können wir ja jetzt wieder gehen und den Ritt gleich nochmal machen. Schön. Ich wünschte, ich hätte wenigstens diese Gepardenfähigkeit, dass ich schneller laufen könnte. Wo ist eigentlich Hamlet? Was macht er denn? Wieso ist der gar nicht bei mir? Da ist ein kleines Kaninchen.
Die Padkämpfe, weiß ich nicht, ob die halt noch nötig sind, dass wir die jetzt so viel weiterverfolgen wie vorher, weil ich ja jetzt die Stärken habe und dann kann man auch stärkere Kämpfe machen und wenn man dann vielleicht ein schwächeres Pad nimmt und den mal zuschlagen lässt, kriegt er halt auch Erfahrungspunkte und es geht natürlich viel schneller. Alandiran sieht äußerst blass aus, doch schwache Atemzüge bezeugen, dass noch Leben in ihr steckt. Ihr seid hier, um mich zu retten, etwas später, als ich gehofft hatte. Ja, guck mal, froh, dass wir überhaupt kommen. Mara schickt euch, hätte auf sie hören sollen. Es ist wohl einfach zu einfach, Trolle nicht ernst zu nehmen. Alandarian lacht leise in sich hinein. Dafür ist es jetzt ohnehin viel zu spät. Wir sind jetzt sterblich. Dies ist das Schicksal, dem wir früher oder später erlegen werden. Ich habe Zeit genug gehabt, mich damit abzufinden. Eine Bitte habe ich jedoch. Tötet den Folterer, der mir das hier angetan hat. Sie nennen ihn Ritko. Ihr könnt ihn weiter vorne bei der anderen Gefangenen finden. Lächelt schwach, zuckt dann vor Schmerz zusammen und sinkt wieder zu Boden. Ashafila. Ashafila. Die Arme. Aber sie hat sich ja weiter entfernt. Das hätte sie ja nicht tun müssen. So, jetzt haben wir ihn umgebracht. Neues Opfer. Ich war mit diesem ohnehin fast fertig. Ja, ja, okay. Komm, wir lassen die mal hier frei, die nicht vorhandenen... Doch, da ist eine. Da ist sie doch. Hab Dank für die Rettung. Lasst uns von hier verschwinden. Was hört euch hier? Schön, euch zu sehen. Ich habe mich nicht darauf gefreut, das Gleiche durchzumachen wie Alandarian. Also ist mir eure Rettung sehr willkommen. Ich konnte den Anführer der Trolle entdecken, bevor man mich fasste. Ich dachte, ich hätte die perfekte Gelegenheit, ihn auszuschalten. Aber er wird von einer Art magischen Schild geschützt. Mora muss davon in Kenntnis gesetzt werden, bevor sie ihren Angriff startet. Aber zuerst müssen wir hier verschwinden. Helft mir zum Dock. Ich werde Lordanel über den Wasserweg erreichen. Und ihr könnt die Informationen zu Mora zurückbringen. Okay, mach das. Ciao. Mach's gut. Da ist der Käfig offen. Ja, dann gehen wir mal hier zu ihr hin wieder, oder nicht? Bist du noch am Leben oder schon tot jetzt? Okay. Das ist natürlich doof gelaufen. Eskortiert, Schildwache. Ja, ja, aber kann ich hier noch irgendwas machen oder warum wird mir jeder Bereich angezeigt? Oder soll ich jetzt hinter ihr herlaufen? Ach, rechtzeitig ankommen. Guck mal, ist fehlgeschlagen. Will das nochmal machen? Hätte ich... Wie, war voll schnell. Ach, da ist sie doch. Geht wieder freiwillig in Käfig. Ist auch schön. Du sollst da rauskommen, meine Liebe. Hallo. Benötigt den Käfigschlüssel. Ja. Der Splitterspeer-Folterers. Witzig, witzig. Und da ist er auch wieder. Bescheuert, echt. Muss man ihn nochmal töten? Da ist der Käfigschlüssel. Dann nochmal sie freilassen. Dann läuft sie wieder zurück. Nein, ich will nicht frei sein. So, komm. Ich bin geehrt. Das Ganze nochmal. Also wir sollen sie begleiten. Ich dachte, sie geht alleine los und wir dann später. Oder sie nimmt einen anderen Weg und wir sollen erstmal zurück. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe das jetzt irgendwie anders verstanden. Nicht, dass wir sie eskortieren sollen. Aber gut, machen wir. Ich eskortiere dich, wo auch immer du hinrennst, Mädel. Steht ja da auch eskortiert, Schildwache. Ich habe auf den Text geachtet. Wir sind bei dir. Dir kann nichts geschehen. Und sie will da unten lang. Nämlich, sie wollte irgendwie einen anderen Weg nehmen. Wunderbar. Da läuft sie schon. Und sie wurde von dem wahrscheinlich gerade getötet, weil ich den nicht umgebracht habe. So, Mädel. Sei zufrieden jetzt. Haben wir gemacht, haben wir geschafft. Den haben wir auch getötet. Danke, dass ihr mich hier rausgeholt habt. Von hier aus dürfte ich zurück schwimmen können, doch bevor ich gehe, noch ein kurzes Wort. Oh echt? Ich hatte kurz Gelegenheit, ihren Anführer anzugreifen. Dieser war von einer Art Magie geschützt. Vergewissert euch, dass Mora davon erfährt, ehe sie einen Angriff wagt. Lebt wohl, möge Elyns Segen mit euch sein. Ja, dann schwimm mal los. Platsch, da ist sie auch schon weg. Okay, gut, dann, ich habe mal einen Screenshot hier nebenbei gemacht. Dann wollen wir mal wieder zurückgehen. Können wir auch dahin schwimmen? Wir natürlich nicht. Wir müssen den umständlichen Weg gehen. Sie kann da mal eben hinschwimmen und wir laufen uns durch die Gegner hindurch. Überall wieder Gegner, natürlich. Dann geht sie wieder zurück in den Käfig. Das war schön. Nein. Ich habe kein Ziel.
Ja, nun betäubt mich doch nicht immer so. Du befindest dich unbefugt auf unserem Land, Mann. Yo. Das ist wohl so. Und dann geht's jetzt sicherlich gleich dahin, wo ich gerade eben falsch war. Ich kann das nicht anhalten. Kriegen wir aber hin. Ja, Hamlet, wie lange brauchst du denn? Das ist bestimmt, weil wir hier so schnell laufen jetzt wegen unserem coolen Segen, unserem Hirschsegen. Aber da ist auch jemand, der sich hier durchkämpft. Ich bin nicht allein. Wer nennt sich den Arschpelz? Entschuldige, aber... Naja. So. Da ist die Schildwache. Ausgezeichnete Arbeit. Eine weitere Bedrohung, über die wir uns etwas weniger Sorgen machen müssen. Wir werden unseren Angriff fortsetzen, während sie noch desorientiert sind. Detoniert. Stufe 19. Juhu. So, und dann haben wir hier noch eine. Ich hätte von diesem widerlichen Troll nicht erwartet sollen, dass sie auf ewig friedfertig bleiben. Man kann Sympathisanten der Horde nicht trauen. So ein verbitterter Wunsch. Alandarian ist also tot. Das berührt mich sehr, kommt aber nicht gänzlich unerwartet. Ich erwarte von diesem Wilden keine Gnade und werde ihnen auch keine zuteil werden lassen. Ausgezeichnete Arbeit. Das sollte sie ein wenig aufhalten, dass wir die Vorräte angefackelt haben. Eine Art Schild, sagt ihr, dagegen haben wir vielleicht ein Mittel. Balsul ist ein Einfall gekommen, wie man jeglichen Schutzzauber ihrer Schamanen durchbrechen kann. Vielleicht funktioniert das auch damit. Danke, dass ihr an Ayinasha gerettet und mir diese Informationen überliefert habt. Das könnte womöglich unseren Kampf hier entscheiden. Der Bestie den Kopf abzuschlagen hat keinen Sinn. Wenn es einen zweiten Kopf gibt, der ihn ersetzen kann. Bevor wir ihren Anführer ausschalten können, müssen wir die Untertanenführer töten, die das Machtvakuum füllen würden. Momentan werden sie nicht... so gut beschützt und ihr solltet sie ohne weitere Unterstützung besiegen können. Nehmt diese Durianenspeer und spürt sie auf. Das Gift an seiner Spitze sollte ihre Zaubersprüche verlangsamen. Meine Späher berichten mir, dass einer von ihnen in der Wasserkammer in den Ruinen im Osten ist und der andere wurde hinter den Überresten des Turms im Südwesten gesichtet. Die Göttin schütze euch. Machen wir. Also es gibt hier doch anscheinend noch was zu tun. Ich arbeite bereits an einem Mittel, um ihren Schutzzauber zu überwinden. Mit einem Fokus, der auf ihren Mächten beruht, um etwas Druidenmagie sollten wir in der Lage sein, ihre Schilde zu durchbrechen. Spürt ihre Schamanen im Osten und Südosten auf und beschafft einige ihrer Amulette. Ich werde sie vorbereiten und einen Pfeil verzaubern, den ihr Sandrya im Mondsturz für den Angriff überbringen könnt. Okay. Was könnt ihr mir erzählen? Seid gegrüßt. Da sagt der Mathas Wilder, weil was dann? Die Katapulte bleiben kampfunfähig. Ich habe einige niedergebrannt und die anderen sabotiert. Das wird für den Moment reichen. Und der Turm? Was ist mit Al-Thalax? Ich weiß nicht. Nee. Bevor ich gleich wieder in die Schlacht stürze, möchte ich euch über ein paar neue Entwicklungen in Kenntnis setzen, Jägerin. Meine Speer berichten mir, dass der Turm von Al-Thalax, der Lachs im Süden von den Verlassenen, überrannt wird. Vor dem Angriff war dieser trostlose Turm die Heimat eines fanatischen Zweigs des Schattenrats, der von dem gefallenen Hochgeborenen Atricus Narasin angeführt wurde. Narasin ist längst tot, aber wir dürfen es nicht ignorieren, falls etwas von seinem Werk weiter besteht. Beschafft euch seine Forschung und tötet den Kommandanten der Verlassenen, der die Ruinen plündert. Hier sehen wir ihn auch schon, Tigan Holloway. Die Verlassenen treiben sich beim Turm herum, zeigt keine Gnade. Nein, natürlich werden wir keine Gnade zeigen. Vor allem dann im nächsten Part, da die Zeit ja schon wieder durch rum ist. Und hier gibt es dann ganz viel wieder zu tun. Hier brennt der Wald. Und wir hoffentlich nicht. Wir kümmern uns im nächsten Part darum. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch. Ich weiß, dass es euch gefällt. Falls ihr nicht einen Kommentar hinterlasst oder auch beides, ist immer schön. Und dann freue ich mich auf den nächsten Part und ihr hoffentlich auch. Bis dann.